Ja, hallo Leute, hier ist wieder der Law Coach. Law, the Law of Attraction, das Gesetz der Anziehung. Was du aussiehst, wirst du ernten. Was du aussiehst, ziehst du magnetisch an. Was ist es, was du aussiehst? Es sind deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen, die Summe deiner Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Siehst du aus wie ein Radiosender seine Programme aussendet? Und du bekommst das zurück, was zu deinem Aussenden passt. Du kannst nicht Hass aussenden und Liebe zurückbekommen. Du kannst nicht Groll aussenden und Frieden zurückbekommen. Du kannst nicht Depression aussenden und Freude zurückbekommen. Es liegt an dir, dich zu verändern. Ich habe mal so einen Witz gesehen, wo einer in die Menge ruft: Wer will Veränderung? Und alle zeigen auf. Und dann fragt er: Wer will sich selbst verändern? Und von der Menge zeigt nur noch einer auf. Aber sei du der eine aus der Menge, der aufzeigt und sagt ja dazu, dass er sich selbst verändern kann. Dass du dich selbst verändern willst, dass es an dir selbst liegt. Es liegt nicht an deinen Mitmenschen, ob du deine Ziele erreichst oder nicht. Es liegt an dir selbst. Es liegt nicht an deinen Mitmenschen, ob du wieder gesund wirst. Es liegt an dir selbst. Es liegt nicht an deinen Mitmenschen, ob du reich wirst. Es liegt an dir selbst. Es liegt nicht an deinen Mitmenschen, ob du einen geliebten Partner findest. Es liegt an dir selbst. Es liegt nicht an deiner Gesellschaft, ob du deinen Traumjob findest. Es liegt an dir selbst. Es liegt nicht am Zufall, dass du deine Träume verwirklichst. Es liegt an dir selbst. Es liegt nicht am Wetter oder an den Pistenverhältnissen oder an den Straßenverhältnissen, ob du als Sportler einen Sieg einfährst oder nicht. Es liegt an dir selbst. Komm mir nicht mit irgendwelchen Ausreden im Außen. Es liegt an dir selbst. Du selbst entscheidest über Sieg und Niederlage, über Gesundheit und Krankheit, über Liebe und Hass, über Partnerschaft oder Einsamkeit, über Freude im Job oder Frustration im Job. Du entscheidest. Und sei froh, dass du das in der Hand hast. Es gibt so viele Menschen, die Opferdenken kultivieren und sie sagen sogar, dass sie die Opfer schützen, wenn sie sie als Opfer bezeichnen. Aber solange du jemand einredest, dass er Opfer ist und das glaubt, dass er Opfer ist, kommt er aus seiner Opferrolle nicht raus. Also du hilfst niemandem, wenn du ihm sagst, dass er Opfer ist und seine Opferrolle bekräftigst. Jeder Mensch ist Schöpfer seiner Erfahrungen. Wichtig ist dein Gemütszustand. Wie kommst du von A nach C? Jeder Mensch ist in irgendeiner Form auf dem Weg von A nach C. Er befindet sich auf A und muss über B nach C kommen. Und nach C kommst du nicht,
mit schwerer Arbeit. Nach C kommst du über B. Wie kannst du B überbrücken, damit du zu C kommst? Mit B kannst du assoziieren das englische Wort Brain. Dein Brain ist entscheidend, dein Geist ist entscheidend, ob du nach C kommst. Es ist nicht die Umwelt, entscheidet nicht, ob du von A nach C kommst. Dein Geist entscheidet, ob du von A nach B, A nach C kommst. Also es ist nicht eine schwere körperliche Arbeit, die Voraussetzung ist, dass du deine Träume lebst, dass du deine Träume entfaltest, dass du von A nach C kommst. Es ist ein geistiger Wandel. Du musst dich geistig schon in C hineinversetzen. Wie fühlt sich dein Ziel an? Wie fühlt sich dein C an? A, B, C. Wie fühlt es sich an, in C zu sein? Wie fühlt es sich an, reich zu sein? Wie fühlt es sich an, gesund zu sein? Wie fühlt es sich an, in deinen Traumjob zu agieren? Wie fühlt es sich an, in einer liebenden Partnerschaft zu sein? Wie fühlt es sich an? Fühl dich hinein in deine Ziele und du überbrückst die Brücke. Du kannst auch B eine Brücke nennen. A, B, C. B ist wie eine Brücke, aber die Brücke baust du. Die Brücke von A nach C baust du selbst. Diesen Graben, dieser Graben von A nach C entsteht mit jeder neuen Ziel, das du dir setzt. Der Wunsch und das Ankommen sind zwei verschiedene Vibrations. Jeder Mensch hat automatisch, sobald er einen Wunsch äußert, diesen Graben von A nach C, ist es ein Graben. Nur du kannst es nicht mit schwerer Arbeit schaffen, das ist ein geistiger Prozess. Du musst deinen Brain einsetzen und du musst Stück für Stück diese Brücke bauen über diesen Graben, der automatisch entsteht, wenn du neue Wünsche kreierst. Diese Brücke baust du, indem du dir Bilder vorstellst, wie du schon im C bist, wie du schon am Ziel bist, wie fühlt sich das an. Frage dich, wie fühlt sich das an, wenn du schon im C bist. Du musst dieses Gefühl halten und dieses Gefühl leitet dich am richtigen Weg. Dieses Gefühl ist das, was du aussendest. Und wenn du dieses Gefühl von C am Ziel angekommen zu sein aussendest, dann kommt, du musst dem Ziel nicht nachlaufen, das Ziel kommt wie von selbst zu dir. Entscheidend ist, dass du dich hineinfühlst in dieses Ziel. Der Weg ist das Ziel. Solange du dich unglücklich fühlst, dass du immer noch auf A bist, solange du von A nach C schielst und ein ungutes Gefühl dabei hast, erreichst du C nicht. Du musst sogar dein Ziel außer Acht lassen, dich auf etwas anderes fokussieren. Solange du unglücklich bist im A, erreichst du dein Ziel nicht. Wenn du auf den Pokal schielst, den du erreichen willst, wenn du auf die Millionen am Konto schielst, die du erreichen willst und einen Vergleich anstellst, boah, ich habe diesen Pokal noch nicht, ich habe diese Millionen noch nicht,
Wenn du da einen Unterschied wahrnimmst, dann erreichst du das Ziel nicht. Das muss dir völlig egal sein, ob du das Ziel erreichst oder nicht. Wenn du dich schon jetzt reich fühlst und an deinem Ziel bist und den Pokal in der Hand hast und die Pressekonferenz gibst und dich wohlfühlst bei der Pressekonferenz, wenn es nichts gibt, was dir irgendwie Ängste macht, wenn du dieses Ziel erreicht hast, dann bist du bist geistig am Ziel. Und wenn du geistig am Ziel bist, dann läuft es wie von selbst. Die Sportler sagen, ja, sind sie in diesem Flow-Zustand. Und dieser Flow-Zustand ist dieses, der Weg ist das Ziel. Freude am Weg ist das Ziel. Es ist nicht das Ziel allein, das dich glücklich macht. Das sind ein paar Minuten, wo du Euphorie hast, wenn du das Ziel erreicht hast. Wichtig ist, dass du am Weg diese Euphorie schon verspürst, dass du am Weg dich wohlfühlst, dass du am Weg entspannt bist, dass du am Weg in Harmonie bist. Das ist der entscheidende Faktor, sonst erreichst du deine Ziele nicht, sonst schaffst du nicht den Brückenschlag von A nach C. Freude am Weg ist das Ziel. Wenn du Freude am Weg hast, erreichst du alle deine Ziele. Die oberste Priorität ist nicht, deinen Zielen hinterher zu laufen, sondern schon jetzt Freude zu haben, Frieden zu schließen mit deinem Jetzt-Zustand, Freude zu empfinden, dass du lebst, dass du da bist, dass du Ziele hast. Bei Freude am Weg, nehme die Blumen wahr am Weg, nehme die freundlichen Menschen wahr am Weg, nehme das gute Gefühl wahr am Weg und deine Ziele kommen zu dir. Gerne coache ich dich dabei, Freude am Weg zu empfinden. Denn das ist Voraussetzung, damit du deine Ziele erreichst. Ich coache dich persönlich, wenn du in Raum Wien bist, können wir uns treffen. Ich coache dich übers Internet, über Skype, über Telefon, über E-Mail. Stell einfach eine Anfrage und ich erkläre dir, wie es zu unserem Coaching kommen kann. Der Weg, Freude am Weg ist das Ziel. Melde dich bei mir. Ich coache dich sehr gerne, denn es macht mir Spaß zu coachen. Ciao.